Dann heiße ich Sie willkommen. Wollen wir erstmal reintreten hier in den Flur? Nicht? Und vielleicht können Sie die Kamera hier auf das Bild schwenken, nicht? Das ist ein großes Rasterbild, die 61.000 Missionare, nicht? Es sind 61.000, also es sind also 250 in der Reihe, also 6 mm, nicht? Das ist 6 mm ist 1,50, nicht? Die Rolle. Und es ist 244, nicht? Das ist dann genau ausgerechnet. Gut, also zu manchen Bildern braucht man sich nicht unbedingt äußern. Das, wenn man die Bilder dann sieht, da kann man sich sein Teil beidenken, nicht? Und ja, das ist, hat mich jemand mal gemalt. Da war ich also in der Anstalt gewesen und das war so 3 Monate später so, also ein ziemlich, der Blick, also man sieht es vielleicht noch vom Krankenhaus her, das ganze Medikamente und so, und das ist auch jetzt 1,5 Jahre her, also ich habe mich davon erholen können. Nicht? Man gibt mir ganz starke Stromschläge am Körper, ja, und da muss ich mich hinsetzen und gucken, was ich dagegen machen kann. Sie geben das mit Uran, Elektrizität. Das ist hier Liponex, das ist auch Uran. Manchmal stehe ich 2-3 Stunden unter Stromschläge. So, zeige ich Ihnen jetzt, was das ist, wenn man was ganz schlecht ist. Ganz schlecht ist es, wenn das so ist. Ja? Das bedeutet, sehr starke Stromschläge kriegt man. Ich könnte Ihnen nur ein Zeichen machen, um zu sagen, wann es gut ist. Ja? Wie geht es mir? Mir geht es sehr gut. Ja? Das ist bedeutet, und zwar dieses Jahr, es gibt 3 Seelen wie ich, ja, Gottes Seele, 3 wie ich und ein Kind, ein Erwachsener und die deutsche Armee arbeite ich mit ihnen zusammen. Und dann, was passiert? Diese Zeichnung, ich habe es erreicht, was ich machen wollte, ne? Frieden, Zuversicht. Ja, also ich male die Bilder, um einen Frieden auf der ganzen Welt und Welten zu haben. Ne? Und ich bin sozusagen schon fast am Ende. Ja? Ist alles schon bald unheimlich toll, ohne Probleme, ohne Hass, ohne Tod und Notstach. Ich male, dass die Menschheit in aller Ewigkeit im Frieden leben. Ja? Frau Schmidt lebt in einer betreuten Wohngruppe psychisch kranker Menschen und hat tausende von Blättern für den Frieden gezeichnet. Zu meterhohen Stapeln aufgetürmt sind diese in einem außergewöhnlichen Museum ausgestellt, der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. In einem ehemaligen Hörsaal der Psychiatrischen Universitätsklinik hat die weltberühmte Sammlung von Kunstwerken aus Irrenanstalten seit 2001 ihr eigenes Museum und stellt bis heute sogenannte Outsider-Kunst aus. Kunst, die nicht anerkannt ist. In den 20er Jahren hat der Kunsthistoriker und Mediziner Hans Prinzhorn mit dieser Sammlung den Blick auf Wahnsinn und Kunst revolutioniert. Sie ist bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für Psychotherapeuten, Ärzte und Künstler. Mir war dann Prinzhorn geläufig und auch mein Vater hat Prinzhorn erwähnt. Ich meine, die Prinzhorn-Sammlung reinkommen. Nicht? Und, naja, die Prinzhorn-Sammlung hat ja auch schon was gekauft, den Katalog. Nicht? Und, naja. Aber es ist so, es ist ja eigentlich immer dann Wechselaufstellung in der Prinzhorn-Sammlung. Nicht? Es ist nicht so ein Museum, wo ein fester Bestand gezeigt wird. Nicht? Es ist immer was anderes. Nicht? Der Bestand der Sammlung Prinzhorn lagert im Archiv. Mit mehr als 5000 Einzelstücken befindet sich hier der reichste Schatz an Kunstwerken aus der Psychiatrie um 1900. Prinzhorn interessiert sich für die kreativen Äußerungen der Patienten, die damals als Müll angesehen wurden. Ihn beschäftigt die Frage, spiegelt sich nicht gerade in ihren Werken der ungebrochene Gestaltungswillen des Menschen wider? Und sind sie damit nicht der Schlüssel zur wahren Kunst?
Hans Prinzhorn. Sind denn wirklich jene Ausnahmezustände irgendwie verwandt? Der künstlerische Inspirations- und Gestaltungsvorgang einerseits und andererseits das Weltgefühl des Geisteskranken? Die Masse der psychisch Kranken vegetiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großen Anstalten. Außerhalb der Städte, fernab ihrer Lebenswelt, werden depressive, manische, schizophrene oder paranoide zusammen weggeschlossen. Die einheitliche Diagnose lautet oft Dementia praecox, vorzeitige Verblödung. Jeder Einzelne eine unerhörte Welt für sich. Doch werden ihre Bedürfnisse kaum geachtet. In den überfüllten Anstalten bleibt keine Zeit, kein Raum für eine individuelle Behandlung, geschweige denn neue Therapieformen. Die medizinische Versorgung besteht vor allem in Ruhigstellung und Verwahrung. Der Wunsch nach Befreiung ist in Patiententexten allgegenwärtig. Austritt verlange von dieser Mörderhütte. Vergittert ist es überall, das ganze Jahr. Irrenklinik, oh du trauriges Wort. Jene, die sich im Labyrinth ihrer Seele verloren haben, sollen hier Heilung finden. Immer mehr sind es, die in den Jahren um den Ersten Weltkrieg eingewiesen werden. Frauen mit einfacher Seelenstörung, Männer mit Verfolgungswahn. Die Irrenanstalten sind letzte Zuflucht und Endstation zugleich. Kaum einer kommt je wieder heraus. In der Heil- und Pflegeanstalt Rottweil entdeckt Prinzhorn einen Patienten, der zur Schlüsselperson in seinem Sammelprojekt werden sollte. Den Elektrotechniker August Natterer, der bis zu seinem Tod 26 Jahre in der Anstalt verbringt und unablässig zeichnet und malt. Prinzhorn ist fasziniert von Natterer und sieht sich darin bestätigt, dass nur in einem bestimmten Geisteszustand solche Werke entstehen können. Nachdem Natterer in sexuelle Konflikte mit seiner Ehefrau gerät, flieht er in eine Scheinwelt und nimmt eine zweite Identität an. Er arbeitet an seinem imaginären Familienstammbuch. Mit der Pseudologik des Paranoiden weist er seine Abstammung von Napoleon nach. Natterer hat ein Familiengeheimnis thematisiert. Das war die Ehe seines Großvaters mit einer Französin, also mit einem Erzfeind. Und Natterer wurde der König von Frankreich und Deutschland. Also er wurde Napoleon. Ja, und er wollte eine Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich. Er ist im Badischen Hof gewesen, hat sich dort angemeldet und da ist offensichtlich auch, also aus den Schriften ist klar, dass er mal reingekommen ist, bis man erkannte, dass er ein falscher Verwandter ist. Er hat sich als Verwandter dort geoutet und er hat auch Kaiser Wilhelm einen Brief geschrieben als Napoleon IV. Natterer verfasst aus der Anstalt Petitionen an Regierungen und Fürsten. Draußen tobt derweil der Erste Weltkrieg, der laut Natterer vorwiegend zu seiner Befreiung geführt wird. Man ist darüber einig, dass die Wahnbildung ein Versuch ist, aus der psychotischen, körperlichen, leiblichen Erfahrung, aus der fürchterlichen Rebellion des Leibes gegen das Umbringen des Ichs, ja, herauszukommen. Dass man ein Wahngebäude erfindet, wo man plötzlich als fiktionales Ich hyperreal existieren kann. Dann kommt eine große Erleichterung. Wenn man zum Beispiel Natterer nimmt, der beschreibt wunderbar dieses wahnsinnige Leid. Und dann plötzlich die Klarheit, wie in der Fiktion, wie in einem Detektivroman, plötzlich klar ist, was für Lösungen es gibt. Die Lösungen sind immer einfach und wunderbar. Da passieren immer Wunder. Da spielt Naturgesetz überhaupt keine Rolle. Diese Naturgesetz, wenn es eine spielt, dann wird neu geschrieben, dass es falsch ist.
ja, dass man durch diese Wand schauen kann und man abgehört werden kann und so weiter. Ja, dass Telekinesie gibt und ich weiß nicht was. Ja? Also das Geschehen, das Ereignen des Wunders als Überschreitung des Unmöglichen, das ist der Inhalt hier der Psychose. Daher ist es überhaupt Psychose. Natteras Bild Weltachse mit Hase geht auf seine große Halluzination zurück. Während einer halben Stunde wurde ihm angeblich in 10.000 Bildern die Welt offenbart. Im Zentrum von Natteras Visionen steht eine Hexe als Welterzeugerin. Er malt sie immer wieder. Sie lässt ihn nicht mehr los. Mit Glasauge, bewarzter Schnüffelnase und Zahnpfosten geht die alles beherrschende Hexe in einem detailgenauen, unschuldig wirkenden Landschaftsbild auf. Die Hexe steht hinter jedem und allem. Das Blatt ist von beiden Seiten bemalt. Wird es von hinten beleuchtet, löst sich der Hexenkopf auf. Seine Augen zur Zeit der Erscheinungen hat August Natterer in dieser Zeichnung dargestellt. Prinzhorn verzeichnet nach einem Besuch den geraden, lebhaften, etwas flackernd glänzenden Blick der hellen Augen Natterers. Ja, das ist unsere Schatzkammer, in der wir verborgen haben das Ergebnis langer Sammelarbeit über einen der großen Söhne unserer Stadt, Hans Prinzhorn. Das ist vom Kolbe. Das ist die Kolbebüste. Er war zunächst einmal eine außerordentlich vielseitige, facettenreiche Persönlichkeit. Das ist das, was mich bei ihm sehr beeindruckt hat. Er spiegelt sich ja auch in seinem Bildungsweg wieder. Er, der eigentlich begann als Musiker, vor allen Dingen als Sänger. Und dazu kam aber dann ja, sein Interesse an Kunst. Und er musste sich sehr viel Mühe geben, seinen Vater zu überzeugen, dass er Kunstgeschichte studieren wollte. Er hat das dann sehr früh auch mit Philosophie verbunden. Wir wissen aber, dass er dann ja nach einem Abschluss in der Kunstgeschichte später sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, auch Medizin zu studieren. Und diese eigenartige Vielfalt auch von Vorbildungen, wenn ich das mal so sagen darf, hat dann dazu geführt, dass er dem Professor Willmanns auffiel, dem Heidelberger Ordinarius für Psychiatrie, dem er in einem Lazarett in Lothringen begegnete. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist Hans Prinzhorn Arzt im Festungslazarett Straßburg und wird später zum Fronteinsatz nach Frankreich abkommandiert. Wie für viele ist diese Kriegserfahrung ein einschneidendes Erlebnis. Er kommt als Nihilist aus dem Krieg zurück und sucht einen völligen Neubeginn. 1919 wird er als Assistenzarzt nach Heidelberg berufen und mit der Betreuung einer kleinen Sammlung von Werken psychisch Kranker beauftragt. Prinzhorn macht daraus ein gigantisches Sammelprojekt und findet hierin seine Lebensaufgabe. In Dutzenden Rundbriefen, die er europaweit an Kollegen verschickt, bittet er um die Übersendung von Werken Geisteskranker. In einer groß angelegten Studie möchte er nachweisen,
dass es einen Zusammenhang zwischen psychischen und kreativen Prozessen gibt. Er sammelt mehr als 5000 Werke von über 400 Patienten. Von diesen wird er einige als besonders wertvoll herausstellen und als seine 10 schizophrenen Meister in einem Buch veröffentlichen. Der opulente Bildband Bildnerei der Geisteskranken erscheint 1922 als wissenschaftliche Abhandlung, wird jedoch vor allem von Künstlern wahrgenommen und erhält später den Beinamen Bibel der Surrealisten. Bildnerei? Gemeint ist damit alles, was Geisteskranke an räumlich-körperlichen und flächenhaften Gebilden im Sinne der Kunst hervorbringen. Demnach bilden den Inhalt der Sammlung hauptsächlich spontan entstandene Bildwerke ungeübter Geisteskranker. Prinzhorn wagt mit seiner Sicht auf die Irrenkunst einen Neuanfang. Auch andere Kreative dieser Zeit suchen nach neuen Impulsen und wenden sich dabei auch der exotischen Kunst fremder Völker zu. An Götzen der Südsee-Insulaner erinnerten diese Schnitzereien den berühmten Zeichner Alfred Gobin. Doch sie sind von einem der 10 Meister Prinzhorns. Der Patient Karl Genzel hat sie gefertigt. Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg, samt Reichsadler mit Gasmaske. Mit Witz und Ironie reflektiert er die Geschehnisse der heilen Welt draußen vor den Anstaltsmauern. Der gelernte Maurer Genzel war wiederholt in Konflikt mit dem Gesetz geraten, wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Kuppelei. Im Gefängnis muss ihm das linke Bein amputiert werden. Er beginnt Stimmen zu hören und wird in die Anstalt gebracht. In der Anstalt Eichelborn in Westfalen beginnt er zu schnitzen. Hans Prinzhorn besucht ihn. Die riesige Gestalt, auf einem Beine in schnellen, wippenden Sprüngen sich fortbewegend, bietet einen grotesken Anblick. Alles, was er sagt, stellt er mit dem ganzen Körper dar. Und zwar mit so ausladenden, wuchtigen Bewegungen, dass man den Wärtern gern glaubt, wenn sie versichern, zu fünft kaum mit ihm fertig zu werden. Genzel beginnt mit kleinen Reliefs. Später entstehen Skulpturen. Immer wieder modelliert er Zwitterwesen, wie diese Doppelfigur. Frau und Mann zugleich. Den Konflikt zwischen männlich und weiblich will er aufheben. Zu seinen Zwitterskulpturen sagt er Weib und Mann oder Adam und Eva sollen sich im Geiste gegenseitig verstanden haben. In dieser Figur ist die Geschlechterdifferenz in anderer Weise außer Kraft gesetzt. Ein Christkönig gebiert selbst seine Nachkommen. Genzel hatte in der Anstalt zuerst Figuren aus gekautem Brot geknetet. Nach Mitteilung der Ärzte meist recht obszön. Davon ist nichts erhalten. Dann begann er mit der Holzschnitzerei. Weil ihn das Schnitzen ruhiger macht, hat er in der Anstalt eine eigene Kammer zum Arbeiten und bekommt Materialien und Schnitzmesser zur Verfügung gestellt. Eine Ausnahme. Die Universitätsstadt Heidelberg am Neckar gilt als deutsches Athen, als Hans Prinzhorn 1919 hier tätig wird. Er trifft viele Geistesgrößen und Kulturschaffende wie Paul Wegener, Max Weber, Oskar Kokoschka oder Karl Zuckmayer. Er engagiert sich in der sogenannten Gemeinschaft um den Kunsthistoriker Wilhelm Frenger, der zu Vorträgen, Theaterstücken, Lesungen und Seminaren einlädt. Es herrscht ein weltoffenes Klima in der Stadt.
Auch dieses Foto stammt aus Heidelberg. In der Isolierzelle der psychiatrischen Klinik schafft sich die Patientin Marie Lieb eine eigene Welt. Sie zerreißt das Bettzeug und legt die Leinenstreifen auf dem Boden zu Zeichen und Ornamenten aus, zu Grundrissen ihrer verlorenen Welt. Rätselhafte Schönheit und Ruhe strahlen aus den Arbeiten, in die Marie Lieb ihr Ausgeliefertsein und ihren Widerstand band. Unbekannt bleibt, wie viele solche Raumbilder sie schuf. Erhalten sind lediglich zwei Fotografien, die das Anstaltspersonal aufgenommen und zur Krankenakte gelegt hat. Zwar haben diese beiden Fotos Hans Prinzhorn beeindruckt, doch nicht einmal er hat solche Äußerungen als Kunst wahrgenommen. Was der Prinzhorn übersehen hat, dass man eigentlich durch die heutige Kunst erst ist, dass es sozusagen also Performance von Kranken gegeben hat. Das, also zum Beispiel Materialaktionen, nicht? Und solche Sachen, dass einer seine ganze Matratze zerlegt und das so aufbaut und solche Sachen, dass das eine tangiert, Kunst tangieren kann, das hat der Prinzhorn nicht gemerkt. Nicht? Aber wir wissen es heute auch erst dadurch, dass das die professionellen Künstler sozusagen da draufgekommen eine Sensibilität haben für diese Formen des Ausdrucks. Und das war damals sehr ungewöhnlich und natürlich gar nicht registriert worden, dass da einen Zusammenhang gibt. Ne? Auch viele andere Dinge hat Prinzhorn übersehen oder nicht erkannt. Diese Sehnsuchtsbriefe der Emma Haug sind für ihn dekorative Kritzeleien. Heute bestechen sie durch ihre emotionale Kraft als eigenständiges Werk. Emma Haug schreibt aus der Isolation heraus Briefe an ihren Mann. Briefe, die von ihrer Einsamkeit und hilflosen Wut zeugen. Unendlich oft wiederholt sie denselben Satz: Herzensschatzi, komm. Willst du mich haben, Schoßili setzen? Will ich schon in der Bahn schauen, da, ob niemand da ist. Mir Küssele geben, noch eines, noch eines. Komm, 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 du ganz gleich, komm. Kommen, Küssli haben, komme, komm, Emma. Emma Haug ist Ehefrau und Mutter zweier Töchter. 1909 kommt sie in die Anstalt und kehrt nie wieder zu ihrer Familie zurück. Dieser Ruf nach dem Schatzi, der war wahrscheinlich erfolglos, würde ich mal annehmen. Aber das kann man nun auch wieder den Familien nicht übel nehmen. Oder dem Mann, weil die Patienten auch sehr schwierig sind. Also es ist nicht so einfach, ja, wenn einer in die Psychose gerät und plötzlich alles nicht mehr gilt, was sonst an Kommunikationsmöglichkeit zwischen zwei Menschen gegolten hat. Man sollte das nicht unterschätzen. Das heißt, da gibt es gibt so eine Neigung, wenn man so einen Platz sieht, die Frau zu bedauern und irgendwo eine Wut auf die Umwelt zu kriegen. Ich glaube, damit muss man wirklich sehr vorsichtig sein und man wird im Grunde beiden nicht gerecht. Eine Jacke aus Anstaltsleinen, über und über benäht und bestickt von der Patientin Agnes Richter. Als Hausmädchen hatte Agnes Richter in Amerika gearbeitet und war mit einem kleinen Vermögen heimgekehrt. Bald jedoch fürchtet sie um ihre Ersparnisse und fühlt sich bedroht. Wegen Unruhestiftung wird sie 1893 in die sächsische Anstalt Hubertusburg eingewiesen. 25 Jahre bis zu ihrem Tode bleibt sie dort. Man weiß nicht so recht, ist das ein Jäckchen für einen erwachsenen Menschen oder für ein Kind. Möglicherweise war es ein Jäckchen für sie selber, ja, für die Patientin, wenn sie zierlich war. Wäre denkbar. Dieses Jäckchen ist über und über in Sütterlin-Schrift beschrieben, bestickt mit biografischen Details. Man kann vieles auch nicht mehr lesen, aber die wenigen Sachen, die man lesen kann, deuten darauf hin, dass sie über ihr Leben berichtet. Ich denke, dass manche Arbeiten, die also gerade auch solche objektartigen Dinge entstehen aus dem Bedürfnis, eine Umwelt, eine ganz persönliche, zu einem gehörige Umwelt zu schaffen.
Als die Schneiderin Hedwig Wilms nach 2 Jahren in der Irrenanstalt stirbt, ist sie durch wiederholte Verweigerung der Nahrung auf 29 Kilo abgemagert. Vor ihrem Tod hat sie sich ein eigenes Set aus Tablett, Krug und Gießkännchen geknüpft und gehäkelt. Das Leiden dieser Patientin spiegelt sich darin wider und das Verlangen danach, sich eine eigene persönliche Umgebung zu schaffen. Was die Frauen in den Anstalten produzierten, ist meist nicht erhalten. Doch die Krankenakten geben Hinweise. Beschäftigt sich mit Handarbeit im Bett. Ist beschäftigt, ein Haarkleid zu machen. Bekritzelt hartnäckig Möbel, Fußboden und Wände. Hat sich Hosen aus ihrer Schürze gemacht. Zerkratzt Gegenstände. Macht aus Seegras alle möglichen Sachen. Schreit in höchsten Tönen. Verfertigt aus Lumpen eine Kugel, der sie eine Nase und eine Brille aufsetzt. Viele Leute alles kaputt haben, indem sie mir meine Brille kaputt machen. Ja. Stellst du hin, machst es sofort kaputt. Wenn ich mir eine neue holen, dauert es nicht lang und das ist wieder kaputt. Ja. Das ist wieder. Man macht das. Also ich mache jetzt praktisch einen Grundriss und hinterher steigere ich, ich male so lange in ein Bild, bis ich richtig damit zufrieden bin. Ja. Solange es nicht nach meinem Geschmack ist, male ich immer weiter. Ja. Meistens male ich zu, weil ich etwas dann damit erreiche. Ja. Ich erreiche dann das, was ich will, wenn ich praktisch drüber machen kann oder irgendwas anderes machen kann. Das ist wirklich ein fundamentales Geschehen in der Psychose, also das Außer-Kraft-Treten geltender Ordnungen, das Stürzen ins Chaos, das ist eigentlich die akute Psychose. Und die ins chronische Reichende möglicherweise oder zumindest abzielende Psychose ist eigentlich ein Versuch, dieses Chaos zu ordnen. Weil man im Chaos, mit Chaos kann man nicht leben. Also der Mensch kann offensichtlich ohne ein gedankliches Konstrukt dessen, was mit ihm und in der Welt passiert, nicht existieren. Wenn diese gedanklichen Konstrukte, die ja gesellschaftlich verankert sind, plötzlich unglaubwürdig werden für die Person, nicht mehr gültig sind, dann kommt es zum Zusammenbruch. Das heißt, eine Welt ist nicht mehr gültig, eine Welt verschwindet. Der Mensch ist plötzlich ohne Welt. Und das kann der Mensch nicht aushalten. Klatten und Registraturen, um die Welt zu fassen. Der Kaufmann Josef Heinrich Krebing entwirft und gestaltet zahlreiche Kalendarien. Die von ihm berechnete Zeit strukturiert seine Welt. Josef Heinrich Krebing beherrscht ein globales, imaginäres Handelsimperium. Für sämtliche Mitglieder seiner Familie hat er darin Niederlassungen vorgesehen. Krebing bedient sich geheimnisvoller Symbole, ordnet ein und schafft neue Kategorien für Farben und Formen. Mit der Diagnose Dementia praecox, vorzeitige Verblödung,
sitzt er seit 1908 in verschiedenen Anstalten ein. Er hat die Zeit für Jahrzehnte über sein Leben hinaus genau berechnet, bis weit in unser Jahrtausend hinein. Er verwaltete die Welt und die Zeit. Ja? Er hat nur das weitergemacht, in Akten gefügt, ja? Jetzt aber für den Weltall und für die, alle Zeiten der Welt, das ist ein unendlicher Kalender, ja? Um vorauszusagen, wie es wird. Er wusste nämlich was wird. Das war seine größte Ratlosigkeit. Er hat behauptet, dass er mit Unrecht ins Irrenhaus gesteckt worden ist, und er war total verzweifelt, dass er nicht abgeholt wird als ein großer Geist. Der die Zeit beherrscht, kann das auch glauben, dass das Absolute kommt. Die Anstaltsleitung vermerkt, wird mit dem Schreiben von Formularen beschäftigt, die er wunderschön ausführt, verbraucht aber erhebliche Mengen Papier für seine Privatschreibereien. Mein Feld ist die Welt, sagt Josef Heinrich Grebing von sich. Es ist eine Welt, die er selbst schafft, die er selbst ausgestaltet. In mehr als 4 Jahrzehnten hinter unüberwindlichen Anstaltsmauern. Prinzhorn besucht ihn etliche Male und ist fasziniert. Verzweifelt über sein Eingeschlossensein, vertraut Grebing in Prinzhorns Sammelprojekt. Etwas derartiges, sagt er, sei noch nicht da gewesen, solange die Welt bestehe. Also meine Raster wieder überlege ich auch manchmal, ist das Wahnsinn, nicht? Und so immer dasselbe, eins nach dem anderen. Und, nein. Kann ja jetzt jemand herkommen und sagen, wir wollen die Bilder übermalen, nicht? Naja, das ist jetzt ein kleiner Scherz, aber es war so früher auch diese Besessenheit von permanent das Gleiche, immer schreiben, nicht? Und mit den Rasterbildern, das war auch so ein Beschäftigungszwang und auch so eine Meisterleistung, halt auch eine mathematische Rechenaufgabe, nicht? Und die Ausdauer. 400 Jahre bräuchte man für die Errichtung der Gebäude nach diesen Plänen. So schätzt der Bauzeichner Josef Schneller die Arbeit an seinem Langzeitprojekt Lustspurdepot ein. Ein gigantisches Bordell. Schneller unterzeichnet meist als Niveau-Welt-Naturleiter. Er glaubt, er diene der Lebenserhaltung des Hochadels. Seine Körperflüssigkeiten werden von einer Maschine abgesaugt und greisen Potentaten zugeführt in einer Organe- und Extremitäten-Substanzen-Auswechslungstransmission. Seit 1907 ist Josef Schneller in der Anstalt Egelfing bei München. Prinzhorn besucht ihn dort und bemerkt sein paranoisches Misstrauen. Wie weit seine Fantasie erst in der Psychose frei geworden ist, lässt sich nicht sicher sagen. Der hellblonde, sehr blasse Mensch, der wegen seiner Reizbarkeit fast dauernd im Einzelzimmer im Bett gehalten wird, ist besonders unzugänglich. Über seine Arbeiten spricht er sehr zurückhaltend. Und will sie am liebsten als gleichgültigen Zeitvertreib hinstellen. Außer seinem sadistischen Lebenswerk. Es handelt sich um Serien von Zeichnungen, vorwiegend Schilderungen von Prügeleien und Reizschikanen, ausschließlich zwischen weiblichen Personen aus Erziehungsinstituten oder Zuchthäusern. Eine Hauptrolle spielen Bade-, Turn- und Klosetträume. Die Grundlage seiner depressiven Konstitution ist die Furcht vor dem anderen Geschlecht.
In Prinzhorns Buch »Bildnerei der Geisteskranken« ist der Bauzeichner Josef Schneller einer der 10 schizophrenen Meister. Der rastlose Hans Prinzhorn beendet dieses Buch 1922 in seiner Hütte im Schwarzwald. Hierher zieht er sich immer wieder zurück. Hier findet er Ruhe und kommt zum Schreiben. Seine Stellung als Assistenzarzt in Heidelberg hat er aufgegeben. Es gibt Spannungen zwischen ihm und seinem Vorgesetzten, Professor Willmanns. Auch die Kollegen sind nicht auf seiner Seite. Uneins mit der Welt und auch mit sich selbst fühlt Prinzhorn sich zeitlebens als ein Outsider. Ein Einzelgänger ist er jedoch nicht. Er pflegt weiterhin Kontakte zu Wissenschaftlern und Künstlern. Manche besuchen ihn auch in seiner Hütte. Noch heute steht sie da wie damals. Hans Prinzhorn bewältigt, von wechselnden Stimmungen beherrscht, die Arbeit an seinem Buch nur schwer. Nicht gut ist, dass ich mich schon wieder zu sehr zersplittere und daher zur Fortführung der Bilderstudie nicht komme. Weder zu den 2 Fällen Uhrmacher und die Blankenhorn, noch zu den schizophrenen Künstlern. Dann aber ist er wieder ganz zuversichtlich. Eben habe ich den Holzschnitzer abgeschlossen. Es stehen ein paar ganz gute, wesentliches anbohrende Sachen darin. Hans Prinzhorn hofft endlich Anerkennung zu finden. Jedoch mehren sich Anzeichen einer beginnenden Depression. Er zieht sich von der Welt immer mehr zurück. Eine Welt, die immer schneller wird und das Individuum immer mehr herausfordert. Großstädte wachsen heran. Bahnverbindungen und Autos erhöhen die Geschwindigkeit. Soziale Bindungen werden immer schwächer. Kennzeichen der goldenen 20er Jahre. Überspanntheit und eine alles erfassende Nervosität. Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Maschinen und technische Erfindungen faszinieren die Menschen und ängstigen sie zugleich. So finden sie auch Eingang in Warnsysteme und werden bei vielen Patienten Teil ihrer Psychosen. Eine wundersame Konstruktion aus Lederschläuchen, Holzfässern und Planken. Der Erlung oder Luftwebstuhl. Eine Maschine zur Beeinflussung des menschlichen Geistes. Diese monströse Apparatur erdachte der walisische Teehändler James Tilly Matthews im berüchtigten Londoner Irrenhaus Bedlam. Er glaubte fest daran, dass solch eine Maschine seinen Willen beeinflusse, indem sie üble Gerüche verströmt. Ein englischer Künstler hat den Luftwebstuhl in der Sammlung Prinzhorn rekonstruiert. Als Vorlage dienten ihm Matthews detailgenaue Pläne. Aus diesen lässt sich eine Verschwörung ablesen. Eine üble Bande Krimineller nutzt den Apparat zur Manipulation der Bevölkerung. In den Bildern männlicher Patienten tauchen oft Maschinen auf, wie dieser tragbare Beeinflussungsapparat. Der Landarbeiter Jakob Mohr glaubt sich unsichtbaren, elektrisch erzeugten Wellen ausgeliefert. Mohr leidet an einer akuten Paranoia. Er besteht darauf, zum Schutz vor elektrischem Strom und Nervengift ein Hemd aus Metallfolie zu tragen. In seiner Zeichnung Justizmord
steht Moore vor Gericht. Er selbst ist unschuldiges Opfer. Seine Feinde haben durch den Beeinflussungsapparat Macht über ihn. Ganz anders bei Baron Heinrich von Wieser. Er ist selbst Schöpfer sogenannter Willenskurven. Von diesen grafischen Darstellungen geht eine eigene Kraft aus. Sie sind für andere gefährlich zu betrachten. Berühmt geworden ist die Napoleonskurve von Wieser. Das ist eine von vielen Zeichnungen zeichenhafter Art, denen er ganz ohne Frage magische Bedeutung zugesprochen hat. Da hat er berühmte Orte von Kämpfen, die Napoleon geführt hat, auf der Landkarte verzeichnet. Er hat dieses Punktsystem zu einer Kurve ausgearbeitet und hat eine Gebrauchsanweisung für diese Napoleonskurve gegeben. In der Form, dass wenn man mit dem Kopf die Linie dieser Napoleonskurve nachzeichnet, man etwas von der Stärke Napoleons in sich entwickelt. Das heißt, er hatte die Vorstellung, dass man über dieses Zeichen auf magischem Wege Einfluss nehmen kann auf sich selbst, auf den anderen, der andere auf einen selbst, das ist immer noch auch mit drin. Ja? Das heißt, er war verstrickt in ein magisches Feld. Nach Prinzhorns Meinung betreibt von Wieser reine Zauberei. Denn er glaube, er könne künftig einfach das Papier mit Graphit bestreuen und mit dem Blick darüber hinfahrend die Körner zu Linien und Formen zwingen. Er hat sehr ausschweifend gelebt, mit einer hysterischen Tänzerin durch verschiedene Städten gegangen und Sachen gemacht, die also nicht im Sinne der Familie waren. Und dann geriet er offensichtlich auch in einen Schuldkomplex und erkrankt sehr schwer. Er war vor dem Tod, seine Seele, vor der Unbeweglichkeit der Emotion. Mit weißer Magie arbeitet von Wieser gegen die Bedrückung der Außen- und Innenwelt an. Ein psychotisches Muster, das damals wie heute auftaucht. Ich habe hier ein Bild, das ich neulich gemalt habe, als die Sterne sie in Flamme gingen, in Eruption gingen. Ja? Und ich habe praktisch so bemalt, dass es diese Hitze habe ich praktisch mit Farben übermalt. Ja. Es ging dann in das Gegenteil, in kalter Luft, ja, kalte Atmosphäre. Ne? Also, und irgendwo habe ich ein Bild. Ja, also. Ja, und das ist hier die Kälte jetzt. Und ich habe dieses Bild dann dagegen gemalt, ne, gegen diese Kälte. Und dann ging die Kälte auch weg durch meine Bemalung, weil ich praktisch ein Sonnensystem drüber baue. Und dann habe ich ein Bild für dieses Jahr. Ne? Das ist Licht und Schatten. Ich habe es so geschärft, dass in der Malerei Licht und Schatten schon fast das Gleiche ist. Das heißt, das Gute und das Böse. Ne? Die Menschen fallen irgendwo aus der Normalität heraus, auch von ihrem eigenen Bewusstsein. Es gibt, sie haben das Gefühl, die Welt wird fremd. Und das, was in ihnen lebt, das, was seine tiefen Wurzeln hat und bislang noch integrierbar war, das wird übermächtig. Und wenn das seinen Ausdruck findet, sowohl in der Erkrankung in Form von Symptomen, aber dann auch in der Kunst, dann bekommt die Umwelt ein Befremdungsgefühl. Das ist etwas, was nicht eingeplant ist in unserem Leben, dass ein Mensch eine überbordende Innenwelt hat. Natürlich haben wir alle eine Innenwelt, aber wir haben sie auch alle ganz schön unterm Teppich. Ja? Das wird ganz gut unten gehalten, denn sonst würden wir alle nicht so gut funktionieren. Diese psychotische Einbildung, für mich war das ziemlich ein großer Humbug. Ich meine, wer guckt schon nachts sich den Himmel an? Und
Und ich meine, was da vorgieß. Und ich habe auch inzwischen begriffen, nachts besser die Vorhänge zu und nicht in den Himmel schauen, nicht, was da vor sich geht. Nicht? Oder kann man auch leicht verrückt werden dabei. Nicht? Hans Prinzhorn kämpft gegen seine Depression an. Der Erfolg des Buches bleibt aus. Auch die Anerkennung durch Kollegen und eine erhoffte Professur. Als er das Gefühl bekommt, dass es in Deutschland keine Zukunft für ihn gibt, geht Prinzhorn in der zweiten Hälfte der 20er Jahre auf ausgedehnte Vortragsreisen, die ihn bis nach Amerika führen. Er hatte selbst dann die Hoffnung, dass er so eine bürgerliche Tätigkeit hier als Psychiater in Deutschland in anderer Weise mal fortsetzen könnte in den USA. Aber leider ist dann die nächste Aufforderung aus den USA zu einem Besuch fiel in die Zeit einer eigenen Depression und er hat sie nicht beantwortet. Und damit sind diese Dinge dann zu Ende gegangen, das liegt aber dann schon kurz vor seinem Tode. Prinzhorn erlebt die Jahre des aufkommenden Nationalsozialismus. Der neuen Bewegung steht er gespalten gegenüber. Er hofft auf Erneuerung. Zugleich ist er, vor allem in kulturellen Belangen, sehr kritisch. Prinzhorn hat sich von seinen philosophischen Ansätzen her ja frühzeitig auch mit dem Führertum befasst. Und er hat beispielsweise in seiner Psychotherapie das Verhältnis zwischen Arzt und Patient auch unter den Aspekten der Führung durch den Arzt befasst. Und als dann eine Bewegung in Deutschland auftauchte, die auch dem Führertum anhängig war und einen Führer hatte, lag das natürlich nahe, dass diese Bewegung sozusagen intellektuelle Unterstützung suchte bei denen, die in der Philosophie sich auseinandersetzen mit Fragen des Führertums. Und Prinzhorn hatte eine, in der Tat zunächst eine gewisse Neigung, den Nationalsozialismus doch sehr positiv zu bewerten. Er hat die Auswüchse und Verfehlungen der frühen Nazis auch damals aber schon gegeißelt, aber dann auch wieder entschuldigt als etwas, was möglicherweise bei einer so wichtigen großen Bewegung einfach nicht vermeidbar sei. Aus dieser Situation heraus haben manche nun die Meinung entwickelt, dass Prinzhorn ein Nationalsozialist war. Er ist nie Parteimitglied gewesen, das können wir nachweisen. Wie wirklich Prinzhorn zum Nationalsozialismus stand, hat er leider nicht mehr beweisen können, weil er 1933 starb. Ich hätte viel zu tun, wenn ich nur ein Zehntel der missdeutenden Gerüchte, zu denen meine Person besonders lebhaft herauszufordern scheint, jemals hätte richtigstellen wollen. Dass ich nicht die geringste formelle Beziehung zur Nazi-Partei habe, freilich aber mich niemals der ernsthaftesten Beratung in allen kulturellen Fragen entzogen. Willst du mich haben, Schoseli setzen, will ich schon in der Bahn schauen, da, ob niemand da ist. Mir Küssele geben, noch eines, noch eines. Komm, 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 du ganz gleich, komm. Kommen, Küssli haben, komme, komm, Emma. Emma Haug ist Ehefrau und Mutter zweier Töchter. 1909 kommt sie in die Anstalt und kehrt nie wieder zu ihrer Familie zurück. Dieser Ruf nach dem Schatzi, der war wahrscheinlich erfolglos, würde ich mal annehmen. Aber das kann man nun auch wieder den Familien nicht übel nehmen. Oder dem Mann, weil die Patienten auch sehr schwierig sind. Also es ist nicht so einfach, ja, wenn einer in die Psychose gerät und plötzlich alles nicht mehr gilt, was sonst an Kommunikationsmöglichkeit zwischen zwei Menschen gegolten hat. Man sollte das nicht unterschätzen. Das heißt, da gibt es gibt so eine Neigung, wenn man so einen Platz sieht, die Frau zu bedauern und irgendwo eine Wut auf die Umwelt zu kriegen. Ich glaube, damit muss man wirklich sehr vorsichtig sein und man wird im Grunde beiden nicht gerecht.
Eine Jacke aus Anstaltsleinen. Über und über benäht und bestickt von der Patientin Agnes Richter. Als Hausmädchen hatte Agnes Richter in Amerika gearbeitet und war mit einem kleinen Vermögen heimgekehrt. Bald jedoch fürchtet sie um ihre Ersparnisse und fühlt sich bedroht. Wegen Unruhestiftung wird sie 1893 in die sächsische Anstalt Hubertusburg eingewiesen. 25 Jahre bis zu ihrem Tode bleibt sie dort. Man weiß nicht so recht, ist das ein Jäckchen für einen erwachsenen Menschen oder für ein Kind? Möglicherweise war es ein Jäckchen für sie selber, ja, für die Patientin, wenn sie zierlich war. Wäre denkbar. Dieses Jäckchen ist über und über in Sütterlin-Schrift beschrieben, bestickt mit biografischen Details. Man kann vieles auch nicht mehr lesen, aber die wenigen Sachen, die man lesen kann, deuten darauf hin, dass sie über ihr Leben berichtet. Ich denke, dass manche Arbeiten, die also gerade auch solche objektartigen Dinge entstehen aus dem Bedürfnis, eine Umwelt, eine ganz persönliche, zu einem gehörige Umwelt zu schaffen. Als die Schneiderin Hedwig Wilms nach 2 Jahren in der Irrenanstalt stirbt, ist sie durch wiederholte Verweigerung der Nahrung auf 29 Kilo abgemagert. Vor ihrem Tod hat sie sich ein eigenes Set aus Tablett, Krug und Gießkännchen geknüpft und gehäkelt. Das Leiden dieser Patientin Spersitätsklinik hat die weltberühmte Sammlung von Kunstwerken aus Irrenanstalten seit 2001 ihr eigenes Museum und stellt bis heute sogenannte Outsider-Kunst aus, Kunst, die nicht anerkannt ist. In den 20er Jahren hat der Kunsthistoriker und Mediziner Hans Prinzhorn mit dieser Sammlung den Blick auf Wahnsinn und Kunst revolutioniert. Sie ist bis heute ein wichtiger Bezugspunkt für Psychotherapeuten, Ärzte und Künstler. Mir war dann Prinzhorn geläufig und auch mein Vater hat Prinzhorn erwähnt. Ich meine, die Prinzhorn-Sammlung reinkommen. Nicht? Und, naja, die Prinzhorn-Sammlung hat ja auch schon was gekauft, den Katalog, nicht? Und, naja. Aber es ist so, es ist ja eigentlich immer dann Wechselaufstellung in der Prinzhorn-Sammlung, nicht? Es ist nicht so ein Museum, wo ein fester Bestand gezeigt wird, nicht? Es ist immer was anderes, nicht? Der Bestand der Sammlung Prinzhorn lagert im Archiv. Mit mehr als 5000 Einzelstücken befindet sich hier der reichste Schatz an Kunstwerken aus der Psychiatrie um 1900. Prinzhorn interessiert sich für die kreativen Äußerungen der Patienten, die damals als Müll angesehen wurden. Ihn beschäftigt die Frage, spiegelt sich nicht gerade in ihren Werken der ungebrochene Gestaltungswillen des Menschen wider? Und sind sie damit nicht der Schlüssel zur wahren Kunst? Hans Prinzhorn. Sind denn wirklich jene Ausnahmezustände irgendwie verwandt? Der künstlerische Inspirations- und Gestaltungsvorgang einerseits und andererseits das Weltgefühl des Geisteskranken? Die Masse der psychisch Kranken vegetiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großen Anstalten. Außerhalb der Städte, fernab ihrer Lebenswelt, werden Depressive, Manische, Schizophrene oder Paranoide zusammen weggeschlossen. Die einheitliche Diagnose lautet oft Dementia praecox. Vorzeitige Verblödung. Jeder Einzelne eine unerhörte Welt für sich. Doch werden ihre Bedürfnisse kaum geachtet. In den überfüllten Anstalten bleibt keine Zeit, kein Raum für eine individuelle Behandlung, geschweige denn neue Therapieformen. Die medizinische Versorgung 100. Prinzhorn interessiert sich für die kreativen Äußerungen der Patienten, die damals als Müll angesehen wurden. Ihn beschäftigt die Frage,
spiegelt sich nicht gerade in ihren Werken der ungebrochene Gestaltungswillen des Menschen wider? Und sind sie damit nicht der Schlüssel zur wahren Kunst? Hans Prinzhorn. Sind denn wirklich jene Ausnahmezustände irgendwie verwandt? Der künstlerische Inspirations- und Gestaltungsvorgang einerseits und andererseits das Weltgefühl des Geisteskranken? Die Masse der psychisch Kranken vegetiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großen Anstalten. Außerhalb der Städte, fernab ihrer Lebenswelt, werden depressive, manische, schizophrene oder paranoide zusammen weggeschlossen. Die einheitliche Diagnose lautet oft Dementia praecox. Vorzeitige Verblödung. Jeder Einzelne eine unerhörte Welt für sich. Doch werden ihre Bedürfnisse kaum geachtet. In den überfüllten Anstalten bleibt keine Zeit, kein Raum für eine individuelle Behandlung, geschweige denn neue Therapieformen. Die medizinische Versorgung besteht vor allem in Ruhigstellung und Verwahrung. Der Wunsch nach Befreiung ist in Patiententexten allgegenwärtig. Austritt verlange von dieser Mörderhütte. Vergittert ist es überall, das ganze Jahr. Irrenklinik, oh du trauriges Wort. Jene, die sich im Labyrinth ihrer Seele verloren haben, sollen hier Heilung finden. Immer mehr sind es, die in den Jahren um den Ersten Weltkrieg eingewiesen werden. Frauen mit einfacher Seelenstörung, Männer mit Verfolgungswahn. Die Irrenanstalten sind letzte Zuflucht und Endstation zugleich. Kaum einer kommt je wieder heraus. In der Heil- und Pflegeanstalt Rottweil entdeckt Prinzhorn einen Patienten, der zur Schlüsselperson in seinem Sammelprojekt werden sollte. Den Elektrotechniker August Natterer, der bis zu seinem Tod 26 Jahre in der Anstalt verbringt und unablässig zeichnet und malt. Prinzhorn ist fasziniert von Natterer und sieht sich darin bestätigt, dass nur in einem bestimmten Geisteszustand solche... Das heißt, das Gute und das Böse, ne? Die Menschen fallen irgendwo aus der Normalität heraus, auch von ihrem eigenen Bewusstsein. Es gibt, sie haben das Gefühl, die Welt wird fremd. Und das, was in ihnen lebt, das, was seine tiefen Wurzeln hat und bislang noch integrierbar war, das wird übermächtig. Und wenn das seinen Ausdruck findet, sowohl in der Erkrankung in Form von Symptomen, aber dann auch in der Kunst, dann bekommt die Umwelt ein Befremdungsgefühl. Das ist etwas, was nicht eingeplant ist in unserem Leben, dass ein Mensch eine überbordende Innenwelt hat. Natürlich haben wir alle eine Innenwelt, aber wir haben sie auch alle ganz schön unter dem Teppich. Ja? Das wird ganz gut unten gehalten, denn sonst würden wir alle nicht so gut funktionieren. Diese psychotische Einbildung, für mich war das ziemlich ein großer Humbug. Ich meine, wer guckt schon nachts sich den Himmel an? Und ich meine, was da vorgeht. Und ich habe auch inzwischen begriffen, nachts besser die Vorhänge zu und nicht in den Himmel schauen, nicht, was da vor sich geht. Nicht? Oder kann man auch leicht verrückt werden dabei. Nicht? Hans Prinzhorn kämpft gegen seine Depression an. Der Erfolg des Buches bleibt aus. Auch die Anerkennung durch Kollegen und eine erhoffte Professur. Als er das Gefühl bekommt, dass es in Deutschland keine Zukunft für ihn gibt, geht Prinzhorn in der zweiten Hälfte der 20er Jahre auf ausgedehnte Vortragsreisen, die ihn bis nach Amerika führen. Er hatte selbst dann die Hoffnung, dass er so eine bürgerliche Tätigkeit hier als Psychiater in Deutschland in anderer Weise mal fortsetzen könnte in den USA. Aber leider ist dann die nächste Aufforderung aus den USA
zu einem Besuch, fiel in die Zeit einer eigenen Depression und er hat sie nicht beantwortet. Und damit sind diese Dinge dann zu Ende gegangen, das liegt aber dann schon kurz vor seinem Tode. Prinzhorn erlebt die Jahre des aufkommenden Nationalsozialismus. Der neuen Bewegung steht er gespalten gegenüber. Er hofft auf Erneuerung. Zugleich ist er, vor allem in kulturellen Belangen, sehr kritisch. Prinzhorn hat sich von seinen philosophischen Ansätzen her ja frühzeitig auch mit dem Führertum befasst. Und er hat beispielsweise in seiner Psychotherapie das Verhältnis zwischen Arzt und Patient auch untersucht. Mit Glasauge, bewarzter Schnüffelnase und Zahnpfosten geht die alles beherrschende Hexe in einem detailgenauen, unschuldig wirkenden Landschaftsbild auf. Die Hexe steht hinter jedem und allem. Das Blatt ist von beiden Seiten bemalt. Wird es von hinten beleuchtet, löst sich der Hexenkopf auf. Seine Augen zur Zeit der Erscheinungen hat August Natterer in dieser Zeichnung dargestellt. Prinzhorn verzeichnet nach einem Besuch den geraden, lebhaften, etwas flackernd glänzenden Blick der hellen Augen Natterers. Ja, das ist unsere Schatzkammer, in der wir verborgen haben das Ergebnis langer Sammelarbeit über einen der großen Söhne unserer Stadt, Hans Prinzhorn. Das ist von Kolbe. Das ist die Kolbebüste. Er war zunächst einmal eine außerordentlich vielseitige, facettenreiche Persönlichkeit. Das ist das, was mich bei ihm sehr beeindruckt hat. Er spiegelt sich ja auch in seinem schon in seinem Bildungsweg wieder. Er, der eigentlich begann als Musiker, vor allen Dingen als Sänger. Und dazu kam aber dann ja, sein Interesse an Kunst. Und er musste sich sehr viel Mühe geben, seinen Vater zu überzeugen, dass er Kunstgeschichte studieren wollte. Er hat das dann sehr früh auch mit Philosophie verbunden. Wir wissen aber, dass er dann ja nach einem Abschluss in der Kunstgeschichte später sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, auch Medizin zu studieren. Und diese eigenartige Vielfalt auch von Vorbildungen, wenn ich das mal so sagen darf, hat dann dazu geführt, dass er dem Professor Willmanns auffiel, dem Heidelberger Ordinarius für Psychiatrie, dem er in einem Lazarett in Lothringen begegnete. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Und er musste sich sehr viel Mühe geben, seinen Vater zu überzeugen, dass er Kunstgeschichte studieren wollte. Er hat das dann sehr früh auch mit Philosophie verbunden. Wir wissen aber, dass er dann ja nach einem Abschluss in der Kunstgeschichte später sich aus persönlichen Gründen entschieden hat, auch Medizin zu studieren. Und diese eigenartige Vielfalt auch von Vorbildungen, wenn ich das mal so sagen darf, hat dann dazu geführt, dass er dem Professor Willmanns auffiel, dem Heidelberger Ordinarius für Psychiatrie, dem er in einem Lazarett in Lothringen begegnete. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist Hans Prinzhorn Arzt im Festungslazarett Straßburg und wird später zum Fronteinsatz nach Frankreich abkommandiert. Wie für viele ist diese Kriegserfahrung ein einschneidendes Erlebnis. Er kommt als Nihilist aus dem Krieg zurück
und sucht einen völligen Neubeginn. 1919 wird er als Assistenzarzt nach Heidelberg berufen und mit der Betreuung einer kleinen Sammlung von Werken psychisch Kranker beauftragt. Prinzhorn macht daraus ein gigantisches Sammelprojekt und findet hierin seine Lebensaufgabe. In Dutzenden Rundbriefen, die er europaweit an Kollegen verschickt, bittet er um die Übersendung von Werken Geisteskranker. In einer groß angelegten Studie möchte er nachweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen psychischen und kreativen Prozessen gibt. Er sammelt mehr als 5000 Werke von über 400 Patienten. Von diesen wird er einige als besonders wertvoll herausstellen und als seine 10 schizophrenen Meister in einem Buch veröffentlichen. Der opulente Bildband Bildnerei der Geisteskranken erscheint 1922 als wissenschaftliche Abhandlung, wird jedoch vor allem von Künstlern wahrgenommen und erhält später den Beinamen Bibel der Surrealisten. Bildnerei? Gemeint ist damit alles, was Geisteskranke an räumlich-körperlichen und flächenhaften Gebilden im Sinne der Kunst hervorbringen. Demnach bilden den Inhalt der Sammlung hauptsächlich spontan entstandene Bildwerke ungeübter Geisteskranker. Prinzhorn wagt mit seiner Sicht auf die Irrenkunst einen Neuanfang. Auch andere Kreative dieser Zeit suchen nach neuen Impulsen und wenden sich dabei auch der exotischen Kunst fremder Völker zu. Kreations- und Gestaltungsvorgang einerseits und andererseits das Weltgefühl des Geisteskranken. Die Masse der psychisch Kranken vegetiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großen Anstalten. Außerhalb der Städte, fernab ihrer Lebenswelt, werden depressive, manische, schizophrene oder paranoide zusammen weggeschlossen. Die einheitliche Diagnose lautet oft Dementia praecox, vorzeitige Verblödung. Jeder Einzelne eine unerhörte Welt für sich. Doch werden ihre Bedürfnisse kaum geachtet. In den überfüllten Anstalten bleibt keine Zeit, kein Raum für eine individuelle Behandlung, geschweige denn neue Therapieformen. Die medizinische Versorgung besteht vor allem in Ruhigstellung und Verwahrung. Der Wunsch nach Befreiung ist in Patiententexten allgegenwärtig. Austritt verlange von dieser Mörderhütte. Vergittert ist es überall, das ganze Jahr. Irrenklinik, oh du trauriges Wort. Jene, die sich im Labyrinth ihrer Seele verloren haben, sollen hier Heilung finden. Immer mehr sind es, die in den Jahren um den Ersten Weltkrieg eingewiesen werden. Frauen mit einfacher Seelenstörung, Männer mit Verfolgungswahn. Die Irrenanstalten sind letzte Zuflucht und Endstation zugleich. Kaum einer kommt je wieder heraus. In der Heil- und Pflegeanstalt Rottweil entdeckt Prinzhorn einen Patienten, der zur Schlüsselperson in seinem Sammelprojekt werden sollte. Den Elektrotechniker August Natterer, der bis zu seinem Tod 26 Jahre in der Anstalt verbringt und unablässig zeichnet und malt. Prinzhorn ist fasziniert von Natterer und sieht sich darin bestätigt, dass nur in einem bestimmten Geisteszustand solche Werke entstehen können. Nachdem Natterer in sexuelle Konflikte mit seiner Ehefrau gerät, flieht er in eine Scheinwelt und nimmt eine zweite Identität an. Er arbeitet an seinem imaginären Familienstammbuch. Mit der Pseudologik des Paranoiden weist er seine Abstammung von Napoleon nach. Natterer hat ein Familiengeheimnis thematisiert. Das war die Ehe seines Großvaters mit einer Französin, also mit einem Erzfeind. Und Natterer wurde... Staatsleitung vermerkt. Wird mit dem Schreiben von Formularen beschäftigt, die er wunderschön ausführt,
verbraucht aber erhebliche Mengen Papier für seine Privatschreibereien. Mein Feld ist die Welt, sagt Josef Heinrich Grebing von sich. Es ist eine Welt, die er selbst schafft, die er selbst ausgestaltet. In mehr als 4 Jahrzehnten hinter unüberwindlichen Anstaltsmauern. Prinzhorn besucht ihn etliche Male und ist fasziniert. Verzweifelt über sein Eingeschlossensein, vertraut Grebing in Prinzhorns Sammelprojekt. Etwas derartiges, sagt er, sei noch nicht da gewesen, solange die Welt bestehe. Also meine Raster wieder überlege ich auch manchmal, ist das Wahnsinn, nicht? Und so immer dasselbe, eins nach dem anderen. Und, nein. Kann ja jetzt jemand herkommen und sagen, wir wollen die Bilder übermalen, nicht? Naja, das ist jetzt ein kleiner Scherz, aber es war so früher auch diese Besessenheit von permanent das Gleiche, immer schreiben, nicht? Und mit den Rasterbildern, das war auch so ein Beschäftigungszwang und auch so eine Meisterleistung, halt auch eine mathematische Rechenaufgabe, nicht? Und die Ausdauer. 400 Jahre bräuchte man für die Errichtung der Gebäude nach diesen Plänen. So schätzt der Bauzeichner Josef Schneller die Arbeit an seinem Langzeitprojekt Luftspurdepot ein. Ein gigantisches Bordell. Schneller unterzeichnet meist als Niveau-Welt-Naturleiter. Er glaubt, er diene der Lebenserhaltung des Hochadels. Seine Körperflüssigkeiten werden von einer Maschine abgesaugt und greisen Potentaten zugeführt in einer Organe- und Extremitäten-Substanzen-Auswechslungstransmission. Seit 1907 ist Josef Schneller in der Anstalt Egelfing bei München. Prinzhorn besucht ihn dort und bemerkt sein paranoisches Misstrauen. Wie weit seine Fantasie erst in der Psychose Straßburg und wird später zum Fronteinsatz nach Frankreich abkommandiert. Wie für viele ist diese Kriegserfahrung ein einschneidendes Erlebnis. Er kommt als Nihilist aus dem Krieg zurück und sucht einen völligen Neubeginn. 1919 wird er als Assistenzarzt nach Heidelberg berufen und mit der Betreuung einer kleinen Sammlung von Werken psychisch Kranker beauftragt. Prinzhorn macht daraus ein gigantisches Sammelprojekt und findet hierin seine Lebensaufgabe. In Dutzenden Rundbriefen, die er europaweit an Kollegen verschickt, bittet er um die Übersendung von Werken Geisteskranker. In einer groß angelegten Studie möchte er nachweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen psychischen und kreativen Prozessen gibt. Er sammelt mehr als 5000 Werke von über 400 Patienten. Von diesen wird er einige als besonders wertvoll herausstellen und als seine 10 schizophrenen Meister in einem Buch veröffentlichen. Der opulente Bildband Bildnerei der Geisteskranken erscheint 1922 als wissenschaftliche Abhandlung, wird jedoch vor allem von Künstlern wahrgenommen und erhält später den Beinamen Bibel der Surrealisten. Bildnerei? Gemeint ist damit alles, was Geisteskranke an räumlich-körperlichen und flächenhaften Gebilden im Sinne der Kunst hervorbringen. Demnach bilden den Inhalt der Sammlung hauptsächlich spontan entstandene Bildwerke ungeübter Geisteskranker. Prinzhorn wagt mit seiner Sicht auf die Irrenkunst einen Neuanfang. Auch andere Kreative dieser Zeit suchen nach neuen Impulsen und wenden sich dabei auch der exotischen Kunst fremder Völker zu.
An Götzen der Südsee-Insulaner erinnerten diese Schnitzereien den berühmten Zeichner Alfred Gobin. Doch sie sind von einem der 10 Meister Prinzhorns. Der Patient Karl Genzel hat sie gefertigt. Kaiser Wilhelm im Ersten Weltkrieg, samt Reichsadler mit Gasmaske. Mit Witz und Ironie reflektiert er die Geschehnisse der heilen Welt draußen vor den Anstaltsmauern. Der gelernte Maurer Genzel war wiederholt in Konflikt mit dem Gesetz geraten, wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Kuppelei. Im Gefängnis muss ihm das linke Bein amputiert werden. Er beginnt Stimmen zu hören und wird in die Anstalt gebracht. Dass man durch diese Wand schauen kann und man abgehört werden kann und so weiter. Ja? Dass Telekinesie gibt und ich weiß nicht was. Ja? Also das Geschehen, das Ereignen des Wunders als Überschreitung des Unmöglichen, das ist der Inhalt hier der Psychose. Daher ist es überhaupt Psychose. Natterers Bild Weltachse mit Hase geht auf seine große Halluzination zurück. Während einer halben Stunde wurde ihm angeblich in 10.000 Bildern die Welt offenbart. Im Zentrum von Natterers Visionen steht eine Hexe als Welterzeugerin. Er malt sie immer wieder. Sie lässt ihn nicht mehr los. Mit Glasauge, bewarzter Schnüffelnase und Zahnpfosten geht die alles beherrschende Hexe in einem detailgenauen, unschuldig wirkenden Landschaftsbild auf. Die Hexe steht hinter jedem und allem. Das Blatt ist von beiden Seiten bemalt. Wird es von hinten beleuchtet, löst sich der Hexenkopf auf. Seine Augen zur Zeit der Erscheinungen hat August Natterer in dieser Zeichnung dargestellt. Prinzhorn verzeichnet nach einem Besuch den geraden, lebhaften, etwas flackernd glänzenden Blick der hellen Augen Natterers. Ja, das ist unsere Schatzkammer, in der wir verborgen haben das Ergebnis langer Sammelarbeit über einen der großen Söhne unserer Stadt, Hans Prinzhorn. Das ist vom Kolbe. Das ist die Kolbebüste. Er war zunächst einmal eine außerordentlich vielseitige, facettenreiche Persönlichkeit. Das ist das, was mich bei ihm sehr beeindruckt hat. Er spiegelt sich ja auch in seinem Bildungsweg wieder. Er, der eigentlich begann als Musiker, vor allen Dingen als... Es ist nicht so ein Museum, wo ein fester Bestand gezeigt wird. Nicht. Es ist immer was anderes. Nicht. Der Bestand der Sammlung Prinzhorn lagert im Archiv. Mit mehr als 5000 Einzelstücken befindet sich hier der reichste Schatz an Kunstwerken aus der Psychiatrie um 1900. Prinzhorn interessiert sich für die kreativen Äußerungen der Patienten, die damals als Müll angesehen wurden. Ihn beschäftigt die Frage, spiegelt sich nicht gerade in ihren Werken der ungebrochene Gestaltungswillen des Menschen wider? Und sind sie damit nicht der Schlüssel zur wahren Kunst? Hans Prinzhorn. Sind denn wirklich jene Ausnahmezustände irgendwie verwandt?
Der künstlerische Inspirations- und Gestaltungsvorgang einerseits und andererseits das Weltgefühl des Geisteskranken? Die Masse der psychisch Kranken vegetiert zu Beginn des 20. Jahrhunderts in großen Anstalten. Außerhalb der Städte, fernab ihrer Lebenswelt, werden depressive, manische, schizophrene oder paranoide zusammen weggeschlossen. Die einheitliche Diagnose lautet oft Dementia praecox, vorzeitige Verblödung. Jeder Einzelne eine unerhörte Welt für sich. Doch werden ihre Bedürfnisse kaum geachtet. In den überfüllten Anstalten bleibt keine Zeit, kein Raum für eine individuelle Behandlung, geschweige denn neue Therapieformen. Die medizinische Versorgung besteht vor allem in Ruhigstellung und Verwahrung. Der Wunsch nach Befreiung ist in Patiententexten allgegenwärtig. Austritt verlange von dieser Mörderhütte. Vergittert ist es überall, das ganze Jahr. Irrenklinik, oh du trauriges Wort. Jene, die sich im Labyrinth ihrer Seele verloren haben, sollen hier Heilung finden. Immer mehr sind es, die in den Jahren um den Ersten Weltkrieg eingewiesen werden. Frauen mit einfacher Seelenstörung, Männer mit Verfolgungswahn. Die Irrenanstalten sind letzte Zuflucht und Endstation zugleich. Kaum einer kommt je wieder heraus. In der Heil- und Pflegeanstalt Rottweil entdeckt Prinz Horn einen Patienten, der zur Schlüsselperson in seinem Sammelprojekt werden soll.